85, eine der besten Streetwear-Marken in Deutschland, schlägt, glaube ich, eine neue Richtung ein. Wir haben neue Produktkategorien, wir haben eine neue Ästhetik, aber wir haben leider auch Pieces, die absolut unnötig sind. Lass uns die Sachen gemeinsam anschauen. Let's go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Heute schauen wir uns endlich die aktuelle 85-Kollektion No Friends in the Industry an. Lass uns nicht viel Zeit verlieren, es gibt ein paar coole Pieces. Let's go. Lass uns anfangen mit meinem persönlichen Highlight aus dieser Kollektion, und zwar ist es dieser Sweater. Leute, die schon länger diesen Channel folgen, wissen, der beste Sweater-Fit, den es aktuell auf dem Markt gibt, den hat 85. Ab und zu waren sie ein bisschen inkonsequent, da gab es ein paar Probleme mit, dass der Bund unten ein bisschen zu loose wird, aber all diese Probleme haben wir in diesem Beispiel hier absolut gefixt und der Fit ist besser als je zuvor. Erstmal lasst uns diese geniale Farbe anschauen, dieses helle, leicht melierte Grau. Ich komme mal ein bisschen näher, dann könnt ihr das vielleicht ganz gut sehen. Wir haben so einen leichten Melange-Effekt. Allerdings sind wir nach wie vor bei 100% Baumwolle, 490 GSM. Diesmal haben wir eine kleine Änderung. Es ist kein Terry-Stoff mehr, sondern es ist ein Fleece. Und grundsätzlich bin ich ja mehr Fan von Terry, aber in diesem Fall hat es tatsächlich einen ganz guten Effekt. Und zwar ist der ganze Stoff ein bisschen puffiger, sprich er ist so ein bisschen voluminöser und hebt dadurch seine Form extrem gut. Kragen ist wie gewohnt bei allen Sweatern bei 85 einfach absolute 10 von 10. Schön eng, sitzt richtig gut am Hals, ähnlich wie dieses T-Shirt hier, das ich euch nachher auch noch gleich zeigen werde. Und als Veredelung haben wir einmal hier dieses E eingestickt vorne. Wir haben diese charakteristische Naht, die 85 mittlerweile bei mehreren Produkten hat, die sich über die komplette Rückseite ziehen, Ärmel und Rücken. Und wir haben hier einen Siebdruck, 85 World Series, und der Schriftzug von der Kollektion No Friends in the Industry ist gestickt. Unfassbar gute Arbeit. Und den Fit könnt ihr euch jetzt hier anschauen. Ich habe hier eine Size M genommen und wie ihr sehen könnt, er sitzt eigentlich absolut perfekt. Das Ding ist nur, mir ist der beim Waschen bzw. beim Trocknen eingegangen. Ich hau einfach alles in den Trockner, auch für mich, um zu schauen, wie krass ist die Qualität von den Produkten, obwohl sie eigentlich nicht in den Trockner gehören. Bin ich der Meinung, sollten sie zumindest im Trockner nicht groß eingehen. Der ist leider ein bisschen eingegangen. Das heißt, ich würde euch, wenn ihr die Produkte auch gerne in den Trockner haut, definitiv empfehlen, eine Size abzumachen zu der L. In meinem Fall, aber ansonsten einfach True to Size gehen. Geisteskrank guter Fit. Ärmel haben eine perfekte Länge. Bunt unten ist schön tight und insgesamt haben wir einen geilen Boxy und Cropped Fit. Als nächstes schauen wir uns diesen schwarzen Half-Zip an. Super lässiges Piece mit einem super geilen Fit. Auch hier haben wir ähnlich wie bei dem Sweater diese Naht hinten auf der Rückseite, die sich über die Ärmel vorzieht. Aber klar, Half-Zip heißt, wir haben hier oben einen Zip. Und was ich schön nice finde an dem, was ihn besonders macht, ist, dass wir einen relativ hohen Kragen haben. Gemeinsam mit dem Loose Crop Fit von dem Piece. Ihr seht da unten, wir haben keinen engen Bund, der ist loose geschnitten, aber trotzdem cropped. Gibt dem Piece einen sehr, sehr nicen Vibe. Als Veredelung haben wir den 85 Schriftzug hier als Stuck, also der ist so leicht erhöht. Und gleiches gilt auch für das Artwork hier hinten. Was ich aber sehr, sehr geil finde, ist, dass alles Ton in Ton gehalten ist. Das heißt, es fällt eigentlich gar nicht groß auf, bis man relativ nah ist, dann sieht man es erst. Auch hier könnt ihr euch den Fit anschauen und dann versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, der Fit ist eine absolute 10 von 10. Extrem geiles Piece, hatte ich auch auf Instagram gepostet, haben so viele geschrieben, Bruder, woher ist der? Weil sie die Veredelung gar nicht richtig erkennen konnten. Und das finde ich übertrieben nice. Size-technisch habt ihr gesehen, es ist eine Size M. Wenn ich euch zwei Pieces aus der Kollektion massiv empfehlen müsste, dann wären das der Sweater und dieser Half-Zip. Aber natürlich, der Sommer steht vor der Tür. Das heißt, wir können uns nicht nur mit Sweaters und Half-Zips zufrieden geben, wir brauchen auch geile T-Shirts. Und 85 hat wieder zwei richtig geile Crop-T-Shirts rausgebracht. Wir werden in den nächsten paar Tagen auch ein Video machen zu den besten T-Shirts aktuell für den Sommer 2024. Und da werdet ihr merken, das habe ich schon oft gesagt, ich werde es auch wieder in dem Video wiederholen, die Cropped-T-Shirts von 85 sind mitunter die besten T-Shirts, die man gerade kaufen kann. Eins davon habe ich hier an. Ich zeige euch einfach hier direkt die Passform. Wir haben nach wie vor 300 GSM. Wir haben eine extrem gute Qualität. Wir haben einen super Kragen, das könnt ihr hier jetzt gut sehen. Der sitzt richtig schön tight. Ich mag, dass wir hier so diese Inside-Out-Details haben. Und in Summe, ihr habt es eh gesehen, einfach einen unfassbar guten, meiner Meinung nach gerade perfekten, modernen Crop-Fit, der aber nicht so diese bauchfrei Crop-Vibes hat. Das heißt, wenn jemand grundsätzlich kein Fan von Cropped ist, kann er trotzdem super entspannt dieses T-Shirt kaufen. Es ist nicht diese extreme Crop, sondern einfach nur etwas kürzer geschnitten, was meiner Meinung nach einfach immer eine gute Silhouette macht. Dadurch wirken die Beine länger, der Oberkörper wirkt dadurch breiter und es ist eine perfekte Lösung für jemanden, der einen modernen Fit will, aber der nicht diese übertriebenen Bauchfrei-Vibes will, wie Roberto, mein Bruder, das auf Instagram zum Beispiel immer macht und so. Traut euch an diese T-Shirts. Extrem nice. Das ist die eine Variante, das schwarze T-Shirt. Es gibt aber auch ein graues. Da habe ich jetzt leider nicht da, blende ich euch aber Fotos ein. Ist genau das gleiche Prinzip, genau der gleiche Fit. 300 GSM. Richtig gutes T-Shirt. Hat noch ein paar Veredelungen mit einer Pocket hier vorne und so ein paar Nieten. Aber an sich alle Produkte relativ minimalistisch gehalten, relativ clean und mit einem nicen Fit. Also checkt euch auf jeden Fall diese T-Shirts ab. 85 hat natürlich auch was für die ganzen Leute dabei, die Fans von diesen Cotton-Polyester-Zip-Hoodies sind. Ich verstehe, dass manche Leute irgendwie der Meinung sind, man braucht diese Cotton-Polyester-Mischung, weil das eben sich
bisschen weicher, ein bisschen cozier anfühlt und so weiter. Bin ich absolut nicht der Meinung, aber 85 weiß, viele Leute sind der Meinung und wollen das. Und deswegen gibt es ja auch einen Zip-Hoodie in diesem Cotton-Polyester-Mix mit einer Veredelung, und zwar einem Print hinten und einem Stick. Es ist eine Mischung, also der Adler ist geprintet, die ganzen Schriftzüge hier sind gestickt. Ich finde es ein super nices Artwork, finde ich extrem nice. Und auch in der Passform werdet ihr sehen, dass das ganze Artwork und auch die Farbe von dem Hoodie sehr, sehr gut harmonieren. Mir persönlich gefällt der Fit allerdings nicht. Ich finde ihn relativ unspektakulär. Ich finde ihn so sehr Standard. Also die Hoodies von 85, die Sweater von 85 haben einen bombastischen Fit. Und die ganzen Zip-Hoodies fallen für mich da einfach ein bisschen aus dem Raster. Die sind für mich zu Standard. Unten ist der Bund zu loose. In Summe sind die ganzen Hoodies für mich ein bisschen zu weit. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Für viele von euch wird es vielleicht anders sein. Und der Fit ist genau das, was ihr eigentlich wollt. Also ein bisschen mehr Standard, ein bisschen mehr kommerzieller so. Weil diese super modischen Sachen einfach leicht crop, super boxy und so weiter, ist vielleicht nicht für jedermann was. Deswegen gibt es hier auch eine gute Alternative für euch. Und wie im Intro angekündigt, haben wir auch eine neue Produktkategorie sozusagen bei 85. Und generell ist es, glaube ich, gerade den Leuten, die die Marke schon länger verfolgen, auch aufgefallen, dass wir vielleicht gerade dabei sind, eine neue Richtung einzuschlagen. Es gibt eine gewisse neue Ästhetik, die man auch bei den Shooting-Bildern, bei den Instagram-Content und so erkennen konnte. Zusammengefasst würde ich sagen, es wird alles ein bisschen cleaner und erwachsener. Und da passt natürlich auch super gut rein, dass wir die neuen 85 Polos haben. Und sind meiner Meinung nach gerade die einzigen Polo-T-Shirts, die man kaufen kann, die sowohl ein bisschen erwachsen, ein bisschen angezogen, ein bisschen eleganter sind, aber trotzdem in dieser Streetwear-Bubble auch zu Hause sind, indem wir einen geilen Boxy-Fit haben, leicht cropped. Das ist eigentlich der gleiche Fit wie die T-Shirts, die ich euch vorhin schon so angepriesen habe. Allerdings hier natürlich mit einem Polo-Kragen und einer Ton-in-Ton-Veredelung, also maximal clean und edel. Gibt es in zwei Farben, weiß und schwarz. Ich hätte es euch gerne jetzt hier gezeigt, aber ich weiß leider absolut nicht, wo die sind. Ihr wisst ja, ich teile mir mein Büro und mein Office-Space mit zwei Kollegen und ja, die bedienen sich ab und zu an den Klamotten. Aber ich habe genug Footage, was ich euch einblende, und da könnt ihr einfach sehen, was ich meine. Es sind unfassbar gute Produkte. Ich liebe diese Polos und ich meine, die sind auch schon gut vergriffen, aber checkt auf jeden Fall mal auf der Website ab. Ich habe eh alles für euch unten verlinkt. Top-Produkte aus der Kollektion, muss ich jetzt sagen, sind die Crop-T-Shirts, sind die Polos und ist der Sweater. Selbstverständlich haben wir auch ein paar Jeanshosen. 85 macht nach wie vor immer noch die qualitativ hochwertigsten Hosen. Gemeinsam mit Ola Kala, wenn ihr mich fragt, Represent als Beispiel, eine der krassesten Marken, qualitativ eigentlich immer top-notch, kann mit diesen Hosen immer noch nicht mithalten. Und hier gibt es drei Hosen, die zeige ich euch jetzt ganz schnell. Einmal haben wir eine Flared Denim, also eine Hose mit einem leichten Schlag. Macht 85, glaube ich, schon seit 3 Jahren und waren mitunter die Ersten, die diese Hosen gemacht haben und ziehen das nach wie vor durch. Und Leute, was ist das bitte für eine nice Waschung? Hellblaue Jeans mit dieser leicht beigen Sandwaschung. Super, super clean. Ansonsten gibt es zu der Hose nicht viel zu sagen. Die unterscheidet sich nicht groß von den anderen Flared Denims. Wir haben hier diese Double Knee Elemente. Wir haben einen offenen Hemd unten und wir haben außen, könnt ihr das sehen hier, dieses Schlag oder dieses Flare Element eingenäht, und auf der Innenseite vom Bein kann man das auch ganz gut sehen. Und somit haben wir dann diesen Fit bei der Hose. Und ja, wer bis heute sich noch nicht traut, Flared Hosen zu tragen, ich sage es jedes Mal, wenn ich Hosen von 85 vorstelle, traut euch. Ihr seht, die kommt extrem nice, wie sie auf dem Sneaker fällt, gibt eine richtig gute Silhouette. Für mich die beste Hose aus der Kollektion, gemeinsam mit einer weiteren. Und zwar mit dieser Anzugshose. Endlich ist es passiert, 85 macht eine Anzugshose, tatsächlich sogar zwei. Die hier finde ich aber deutlich besser als die andere und ich erkläre euch gleich warum. Wir haben nämlich zwei Anzugshosen. Wir haben eine, die ist normal geschnitten, also einfach etwas weiter, etwas straighter, so wie man eine moderne Anzugshose so in diesem Street-Style und lässigeren Mode-Kosmos sich vorstellen würde. Und wir haben eine, die ist baggy geschnitten, die ist einfach relativ weit, geht unten ein bisschen enger zusammen dann, wo, glaube ich, an sich ein sehr gutes Konzept ist, aber für viele nicht unbedingt das ist, was sie anspricht. Das ist so meine persönliche Einschätzung, aber ihr könnt mir gerne in den Comments schreiben, ob ihr das anders seht. Das hier ist meine Favorite-Hose aus folgendem Grund. Ich liebe, dass hier vorne eine eingenähte Bundfalte haben. Die lässt die Hose natürlich, was will man auch anders bei einer Anzugshose haben, locker, lässig, aber trotzdem elegant und leger wirken. Und obwohl es die Regular-Variante ist, könnt ihr hier unten sehen, es ist trotzdem noch genug weit, also dass sie auch für jeden Sneaker gut stackt und gut drauf fällt. Hinten haben wir zwei Pockets zum Reingreifen. Vorne haben wir zwei Pockets mit Reißverschluss. Übertrieben nice, liebe ich ja an jeder Anzugs- und Jogginghose, dass wir Reißverschlüsse haben. Und ein super geiles Detail ist, dass jede Hose hier so einen Karabiner oder dran hat. Das heißt, man kann hier seine Schlüssel hinmachen, was ja gerade auch eh so ein Vibe ist. Und der ist sogar noch veredelt mit einem 85-Schriftzug. Also besser geht's meiner Meinung nach nicht. Und wenn ihr bis dahin noch nicht geglaubt habt, dann schaut euch auf jeden Fall mal die Passform an. Und da versteht ihr, was ich meine. Was für eine geile Hose. Für mich absolute 10 von 10. Meine Favorite-Hose aus dieser Kollektion. Ich trage eine Size 32 und die Größen fallen genauso aus, wie sie auch ausfallen müssen. Das heißt, geht einfach true to size und ihr werdet die perfekte Anzugshose haben. Für mich spielt die qualitätstechnisch auf dem gleichen Niveau wie eine Represent-Anzugshose, nur sie kostet deutlich weniger Geld. Deswegen ist das ein absoluter No-Brainer. Wenn ihr eine Anzugshose wollt, zieht euch die auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass wir die
auch noch in anderen Farben bekommen, in einem schönen Braun, in einem Beige oder vielleicht sogar in einem Grau. Für die Leute, die aber unbedingt noch eine Loose Hose wollen, die super laut ist und die super auffällig ist, auch hier gibt es was in der Kollektion, und zwar diese Monogrammhose von 85. Auch hier wieder eine super nice Waschung, und das kombiniert mit diesen Nähten, die sich über die Hose ziehen. Ich werde euch hier noch ein Close-Up einblenden, dann könnt ihr verstehen, was ich meine. Gibt der Hose einen sehr, sehr nicen Vibe. Ich persönlich bin bei dem Monogramm-Thema leider schon ein bisschen raus, weil ich glaube, das hat man jetzt einfach schon häufig gesehen, aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass du das nicht tragen kannst. Vielleicht ist es genau das, was du gerade willst. Deswegen checkt ihr dann die Hose auf jeden Fall ab. Passung könnt ihr jetzt auch hier sehen, die ist loose geschnitten, weiter geschnitten als eine normale Jeanshose bei 85, auch unten weiter geschnitten, glaube ich, als die Flared-Hose. Es ist im Endeffekt genau der gleiche Schnitt wie aus den Baggy Denims, die wir in der letzten Capsule Woodland gehabt haben. Da haben viele von euch ständig danach gefragt. Das ist der gleiche Fit, allerdings wie gesagt nur Monogramm und ein paar Nähte, um das Ganze noch ein bisschen interessanter und spannender wirken zu lassen. Kombinieren kann man das sehr gut mit einem Hemd, was auch aus der Kollektion ist. Das Hemd blende ich euch jetzt hier ein. Zusammen gibt es natürlich ein sehr, sehr nice Set. Wie gesagt, ich persönlich bin bei dem Monogramm-Thema schon so ein bisschen raus, haben wir einfach schon häufig gesehen. Aber falls du noch keine Zeit hast, Monogramm, oder falls du das Hemd willst oder die Hose willst, qualitätstechnisch absolute 1A, kann man gar nichts dagegen sagen. Und zum Abschluss haben wir noch eine Straight-Denim-Hose, auch in dieser geilen Waschung, hellblaue Jeans mit dieser Sandwaschung. Hier mit Carpenter-Elementen und mit dem EF hier drauf gelasert auf das Carpenter-Element. Dadurch gibt es die Hose natürlich einen sehr, sehr nicen Vibe. Mir ist sie aber ein bisschen zu schmal geschnitten. Ich bin so krass auf dem Film, weite Loose-Hosen zu tragen, und da ist mir die einfach zu schmal gewesen. Obwohl hier noch ein Reißverschluss unten dran ist und man kann sie weitermachen, aber selbst mit diesem zusätzlichen Element ist sie mir persönlich einfach noch ein bisschen zu schmal für eine Jeans. Sie hat ungefähr die gleiche Weite wie die Regular Tailored Pants, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, für jemanden, der voll in diesem Baggy-Film gerade und Loose-Fit-Film ist, ist das vielleicht ein bisschen zu schmal. Ihr könnt euch trotzdem die Passform anschauen, also sie ist bei Gott keine schmale Hose, also gar nicht. Nur ich habe sie an und fühle mich irgendwie so, als würde ich eine Slimfit-Hose tragen, weil ich einfach so sehr gewohnt bin, weite und lockere Hosen zu tragen. Aber ihr könnt mir natürlich eure Meinung trotzdem in die Comments schreiben, und ich würde sagen, kurz und knackig sind wir durch die aktuelle 85-Kollektion durchgegangen. Was sind eure Favorite Pieces? Schreibt es mir in die Comments. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, da seht ihr die ganzen Klamotten in der Regel immer, bevor ihr sie auf YouTube seht, einfach weil Instagram leider noch meine Main-Plattform ist. Ich wünsche mir, YouTube wäre es, aber aktuell ist es einfach noch nicht so weit. Deswegen unbedingt auf Instagram vorbeischauen. Da könnt ihr immer in Stories, Postings und so weiter die Sachen sehen, bevor ihr sie auf YouTube seht. Bis dahin, euer Mubix. Ciao.